Халу, хуй, глаз, хир, ист, видер, ойер, ганс, ганс, них мер, ганс, у клайнер, Константин. Их мелде мех Цюрик аус майнер ганс, 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 клайнер, зомер, паузе, und werde nun wieder neue Folgen von die Show machen. Mit einer ganz, 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 ganz besonderen Sondersendung möchte ich die zweite Staffel von die Konstantin Show präsentieren. Heute kochen wir wieder. Kochen mit Konstantin. Hui Glas! Wir präsentieren ein ganz besonderes Gericht. Nicht wieder die alte Marzipankartuschka. Nein, wir machen heute Schinken-Huiglas-Sandwich nach Kripper-Darkusart. У місті огород, там наркомани є, а також клуб у місті є, і танці, танці в клубі є. So, was brauchen wir dafür? Was brauchen wir? Für ein Schinken-Huiglas-Sandwich brauchen wir ein Brettchen, wer es nicht so schwarz mag, der ist eine Pussy. Dann Schinken. Dann brauchen wir noch Pfeffer. Dann Ketchup. Ich habe leider keine Ketchup zu Hause, dann dafür habe ich Barbecue-Sauce genommen. Dann Blumensonnenöl. Salat. Tomaten. Zwiebeln. Und eine Knoblauch. Granuliert. So, zuerst nehmen wir unsere Pfanne. Und wir schütteln ein bisschen von die gute Blumensonnenöl hinein. So, denn wir wollen ja unseren Schinken richtig, richtig fett machen. Dazu brauchen wir noch etwas Knoblauchpulver. So, wunderschön, wunderschön. Dann brauchen wir unseren Schinken. So, dann legen wir den Schinken hinein. Das ist so gut. Хорошо. Und wir warten, bis ganz, ganz knusprig ist. So, der Schinken ist jetzt fertig. Ich habe ihn rausgenommen. Und jetzt kümmern wir uns um die Soße. Ich habe die Zwiebeln geschnitten. Und jetzt gehen die rein. Gehen die rein. Hui Glas! Die Augen Zwiebeln. Das ist so gut. Holy glass. Ah.
Und dann etwas Barbecue-Sauce. Да. Курицу урируем. Да, смахт фет. Пфефер дацу. Хорошо. So, die Barbecue-Sauce ist jetzt fertig. Jetzt kümmern wir uns um das Brötchen. So, jetzt Brötchen. Dann geben wir einen Salat drauf. Wer? Hui, bless. Dann die Tomate. Dann die Schinken. Und dann die leckere Soße. Das ist ein echtes Schinken. Hui Glas. Und dann den Deckel drauf. Natürlich darf auch nicht eine Dekoration fehlen. Deswegen habe ich mir was überlegt und ich werde das noch ein bisschen dekorieren. Und zwar mit Kanalkirschen. Wir haben hier noch ein bisschen Dekoration. Kirsche. Das vermittelt einen Eindruck von Sommer. So, ich bin jetzt fertig und ich werde jetzt natürlich das Sandwich essen. Ich bin gespannt, wie es schmeckt und ich bin sehr hungrig. Deswegen werde ich nun das Schinken-Huif-Glas-Sandwich essen. Nach Kriper der Kossart. Ja, Huif-Glas gib her. My friend. Add some ham and cheese. Spread on the mustard. Das ist so gut. Das ist so gut. And mayonnaise, if you please. Хорошо. It's
a ham and cheese sandwich. It's a ham and cheese sandwich. Ja. Das ist ein gutes Rezept gewesen. Ich freue, dass es funktioniert hat, das zu kochen. Kripper Darkos, du bist ein 6-Sterne-Koch, deswegen gibt es von mir 6 Sterne nach oben. Das war die Konstantin-Show, Folge 1, Staffel 2. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und dann sehen wir uns irgendwann wieder. Bis dahin wünsche ich allen meinen Fans alles, alles Gute und einen guten Appetit. Hier war wieder euer ganz, ganz kleiner Konstantin und ich esse noch zu Ende Kripper Darkos Huren-Sandwich. Dann mache ich erstmal Gang zur Toilette. Gut, tschüss! Zwei belegte Brote, eins mit Schinken und eins mit Ei.